Hallo, wieder zurück. Kurz nachdem ich die Aufnahme beendet habe, hat es zu Ende geladen. Und ich wünschte, es sähe etwas besser aus. Denn jetzt muss ich nochmal draufklicken und die Farbe doch noch ein bisschen ändern. Ach, guck mal, jetzt passiert wenigstens gleich was. Ist das nicht schön? Ja. Ah, Mann. Ich will was haben, was mehr so wie das hier aussieht. Habe ich vielleicht hier noch ein paar andere Formen? Nein, habe ich anscheinend nicht. Etwas heller. Ich gehe mal etwas hier höher. Das ist das nämlich grauer. In Anführungsstrichen grauer. Ich lasse das jetzt so. Damit kann ich wenigstens leben. Das ist wahrscheinlich der ganze Kontext, der sich durch die Nachbarschaft zieht, dass mehr zusammenprovisiert wird als richtig. Naja. Ich gebe mir schon Mühe, keine Angst, das ist es, ne? Aber wenn das Tool halt so böse zu mir ist. Ja. Das ist mehr so Kampfgeschichte hier. Okay. Was wollte ich jetzt zeigen? Also es gibt hier so spezielle Objekte, die nennen sich Bereiche vor der Bühne, Tische und Bereiche vor der Bühne, Bänke. Dort ist dann praktisch das Publikum, was eben zuwinkt und was halt Sachen fordert vom Spieler und so weiter. Sobald diese Objekte da sind, erscheint halt Publikum, wenn man irgendwie auftritt. Ja. Das mit den Sachen fordern, meinte ich einfach so. Man hat ja dann richtige Sims da und die interagieren mit einem und dann wächst zum Beispiel auch dieser Sozialbalken oder so bei den Sims. So, jetzt habe ich die sichtbar gemacht, denn wenn man die einmal gelegt hat, das habt ihr ja gerade gesehen, da verschwinden die so im Nichts. Und ja, nachdem die da verschwunden sind, soll ich mal richtig viele davon bauen? Man kann nämlich, sobald die einmal verlegt sind, mit der Shift-Taste nämlich die Objekte kopieren. Das kann man sogar dann machen, wenn man außerhalb des Debug-Menüs ist. Da kann man die Gegenstände durchaus bei vorhandenen Bühnen auch nehmen. So, ich verlege jetzt einfach hier mal ein bisschen Publikum. Damit ich die sehen kann, gehe ich wieder ins Baummenü, ins Baummenü und gehe wieder raus. Ja, sieht ganz schön aus. So, wenn ich jetzt hier die Sachen so lasse, dann stehen die Sims einfach nur rum. Oder ich glaube, sie machen Picknick, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Oder ich stelle hier Tische und Stühle rein. Dann sitzen sie halt da und machen was. Ja, Tische und Stühle, da nehme ich jetzt einfach mal das hier. Und zwar, wenn man da das hier einmal reingelegt hat, sollte es so sein, ich mache das jetzt einfach nur mal zum Test. Dann sollten. Nein, sind sie nicht. Okay. Okay. Ich klicke die Stühle gezielt an und krieg trotzdem nur das hier zu fassen. Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es nicht. Ich habe die Vermutung, wenn ich das Objekt jetzt lösche. Okay, da sind meine Stühle wieder frei. Kann ich das einfach über die Stühle legen? Ich habe das noch nicht gemacht. Normalerweise macht man das auch nicht so, sondern anders. So, löschen. So. Vielleicht vertone ich das dann nochmal nach. Obwohl das Nachvertonen macht keinen Spaß. Weiß ich ja jetzt aus Erfahrung. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man das normalerweise macht. Und wie es eigentlich auch dann gemacht werden sollte. Man nimmt sich hier so einen Esstisch. So, ich gebe mir jetzt keine Mühe mit aussuchen, weil das will ich jetzt für dieses Grundstück eh nicht, aber nur um es euch mal zu zeigen.
Man setzt sich so einen Tisch, dann setzt man so Stühle dran. Na, wieso hat das jetzt nicht geklappt? Du kommst wieder weg. Na, weg mit dir. So, kann sich den Tisch und die Stühle noch ein bisschen farblich einrichten. Ja, und dann stellt man den Tisch, packt man den Tisch an und die Stühle werden dann automatisch genommen und ja. Sobald die in der richtigen Position, also in der Mitte von diesem Kästchen sind, dann drehen die sich auch automatisch. So, ich setze die jetzt einfach mal hier rein. Gut, da würde jetzt der eine dort nicht hingucken, aber das ist jetzt auch egal. Und wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt dieses Feld anklicke, verschiebe ich alles gleich mit. Und kann es jetzt auch in die richtige Richtung drehen, zum Beispiel. Na? So zum Beispiel. Gut, jetzt zeigen zwar die Pfeile nach links, obwohl die Bühne geradeaus ist, aber ich glaube, das ist jetzt bei dem Feld nicht so wichtig, hoffe ich. Weiß ich nicht, ist mir dann auch relativ egal, weil die Sims würden hier drauf sitzen und ja, vielleicht gucken die dann alle hier hin, ich weiß es nicht. Ja. Mir auch wirklich egal, denn ich wollte das hier nicht machen. Aber was ich jetzt nochmal zeigen wollte, ist, aber das lässt sich so schlecht zeigen. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr den Tisch nehmen. Und ich kann den Tisch auch nicht mehr mit dem Stil bearbeiten Modus anklicken. Doch, ich kann. Okay, in dem Tutorial, was ich gerade gelesen habe, steht, dass man das nicht kann. So viel dazu. Vielleicht ist das auch anders in dem Tool hier, weil das halt das Tool ist. Und das Tool ist noch buggiger als das Spiel. Jetzt rege ich mich schon wieder drauf aus, dass das Spiel buggy ist. Aber das ist halt meine Güte. Naja. Solange es noch Spaß macht, ansonsten hätte ich das hier schon längst sein gelassen. Wie ich es ja auch die letzten paar Wochen getan habe. Oder letzte Woche. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Video hochgeladen habe, aber es ist schon etwas länger her. So, ich lasse das jetzt einfach mal so. Da haben wir einen schönen großen Bereich. Den mache ich jetzt sogar noch mal ein bisschen größer. Weil das ist halt schon eine etwas größere Bühne. Da kommt dann viel Publikum, wenn mal ein Sim hier auftritt. Das bedeutet dann auch, wenn der Sim einen schlechten Auftritt hat, dann verbockt das hier halt mit vielen Leuten, die dann schlecht auf ihn zu sprechen sind. Ist halt doch ein bisschen Risiko dran. Soweit ich das Spielprinzip kapiert habe. Also bei meiner Akrobatenlehre ist es so gewesen, wenn hier Leute stehen und die finden das toll oder nicht so toll, dann steigt halt der Sozialbalken. Ich glaube, das habe ich schon gerade mal gesagt. Ja. So, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe jetzt zwar hier keine Stühle reingesetzt, so mit Absicht, aber wie es geht, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, ich glaube, ohne zu viel sagen zu wollen, das war alles. Ich gehe gerade mal noch. Ach so, es gibt noch Bereiche für Bänke. Ja, ich setze jetzt einfach mal noch eine Bank rein. So, 2 Minuten, das muss reichen. Ich hoffe, das reicht. Ich beschleunige das Ganze mal ein wenig. Bis gleich. So. Also, es gibt hier noch in dem Menü Bereich für Bänke. Sieht erstmal so aus, ist genauso ein Kästchen, so ein weißes wie dort vorn. Mache ich mal 2 Stück. Ja. So, jetzt sehen wir die. Lege ich die noch schön zusammen. Und dann bis gleich, wenn ich nochmal das Menü richtig aufgemacht habe, das Debug-Menü. Hoffentlich reicht das. So, 1 Minute noch, das muss jetzt reichen. Und zwar gibt's hier die Showbühnenbank. Die ist so, die sieht so aus, ist schön blau, lässt sich leider auch nicht wirklich verfärben. Sobald diese Bank in die Nähe von so einem Feld kommt, richtet sie sich automatisch dem Feld aus. Versuche ich jetzt gerade nochmal zu demonstrieren. So, jetzt guckt sie in die andere Richtung. Na, ja, und sobald sie halt hier drin ist, richtet sich halt dem Feld aus und ja, sieht man vielleicht. So will es automatisch gehen. Und jetzt baue ich mir einfach hier eine größere Bank zusammen. Im Prinzip könnte ich jetzt noch ein paar Reihen davon bauen. Wäre zumindest interessanter als, sag mal, den Trick, den es noch dazu gibt. Und zwar, dieses schwarze Etwas hier würde, sieht erstmal furchtbar aus, es würde dann so eine Art künstliche Menge erschaffen, falls man, so eine Art gigantischen Showraum bauen möchte. Da vorne ist ein bisschen ausgespart, das ist genau dann für die Bänke ausgelassen, wo dann halt noch richtiges Publikum sitzen kann.
Sieht aber sehr, sehr hässlich aus.